Grundsätzlich kann potenziell alles eine überwältigende Erfahrung sein. Und was das im Einzelfall ist, also für den Einzelnen oder die Einzelne ist, das kann man vorher auch häufig gar nicht wissen. Solche Erfahrungen gehen auch natürlich in der Regel sehr stark einher mit Beschämung. Und gerade eine exponierte Situation, wie auf einer Bühne zu stehen und dort irgendwie ausgelacht zu werden, das wissen wir zum Beispiel auch aus der Showhypnose, wird ja immer gesagt, das wäre halt total harmlos. Aber da gibt es auch eben genügend Fälle, wo dann solche Erfahrungen auf so einer Bühnensituation, also wird sogar von Hypnotherapeuten zum Teil öffentlich behauptet, dass das harmlos wäre. Aber solche Bühnensituationen, wo man dann zum Spaß mitmacht oder einwilligt sogar, dass man da mitmacht, ja, das kann auch alles so Trigger sein für dann Beschämungen beziehungsweise frühere Beschämungen. Und die können dadurch einfach, ich sag's mal, angestoßen werden und dann nach oben kommen. Und das ist natürlich auch bei Erfahrungen in der früheren Kindheit so, wo es um Beziehungsabbrüche ging oder nicht beachtet werden, wo man einfach keine gute Bindung herstellen konnte zu den wichtigen Bezugspersonen. Und das hat auch ganz viel mit Überwältigung und mit Scham zu tun, weil das Kind natürlich als der junge Mensch als Notmechanismus diese ganzen negativen und destruktiven Erfahrungen auf sich selbst bezieht. Weil wenn er sie auf das Außen beziehen würde, also auf die anderen oder auf das System, also dass da ein Problem wäre, dann wäre er quasi, aussichtslos in dieser Situation X gefangen. Und könnte da nichts dran ändern. Er kann das System ja nicht verlassen. Man kann die Eltern auch nicht verlassen. Und wenn er dann aber auf sich selber es bezieht, dann gibt es immer noch eine Chance. So paradox das ist natürlich. Ja. So, und das macht natürlich dann ganz häufig, entstehen daraus auch so innere Kritikerstimmen und ja, eben dann eben vor allen Dingen immer wieder auch massive Beschämung. Und das wird leider häufig auch in therapeutischen Settings nicht gesehen. Und immer wieder unbewusst aktiviert und führt dann wiederum zu Zuständen von Überwältigung wieder und verstärkt das Ganze dann wieder. Ja.